Fischer! Pass auf, Kälbchen! Nichts passiert, mein Kleines. Ich hab dich. Blaze, Achtung! Stala und die Kühe sind ganz weit drüben auf der anderen Seite. Mau! Mau! Armes Kälbchen. Wir müssen es zurück zu seiner Familie bringen. Ich weiß was. Wir können doch die Luftströmung nutzen, um darüber zu fliegen. Luft hat auch Strömungen. So ähnlich wie die im Wasser. Also brauchen wir etwas, das auf dem Luftstrom gleiten kann. Bauen wir ein Hängegleiter. Super! Alle schön festhalten. Jetzt gleiten wir auf den Luftströmungen dahin. Oh, 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 ja! Das machst du super, Blaze. Wow. So ein Rostfleck. Das sind keine warmen Luftströme. Das sind kalte Luftströme. Oh, oh, die kalte Luft drückt unseren Hängegleiter nach unten. Jetzt fliegen wir zu tief, um es auf die andere Seite zu schaffen. Helft mir, nach warmer Luft zu suchen, damit unser Hängegleiter nach oben steigt. Wenn ihr eine Strömung aus warmer, roter Luft seht, ruft: Warme Luft! Durch die warme Luft sind wir höher gestiegen. Aber wir müssen noch viel höher, um das Kälbchen zu seiner Familie zu bringen. Wenn ihr noch eine Strömung aus warmer Luft seht, ruft: Warme Luft! Warme Luft! Und hoch! Wir sind gleich da, meine Kleine. Wir müssen nur noch etwas höher kommen. Bei der nächsten Strömung aus warmer Luft ruft wieder: Warme Luft! Warme Luft! Ja! Wuhuhu! Seht ihr? Wir haben es geschafft! Jeha! Guter Flug, Partner! Kommt mit, alle Mann! Folgt uns! Was hast du, Kälbchen? Mau! Mau! Das ist Stalas Ranch. Und da ist die Scheune. Ja! Hui! Wir sind da! Also dann, Kühe. Bereit für euer neues Zuhause? Na dann, bitte eintreten! Die Scheune ist perfekt für die Kühe. Hey, Kälbchen, das macht Spaß, was? Ich glaube, das heißt in der Kuhsprache Danke. Oh, ist doch gern geschehen, mein Kälbchen. Ladies and Gentletrucks! Seid ihr alle bereit fürs Piggy 500 Rennen? Wir sind bereit! Wir sind total bereit! In wenigen Minuten werden wir erfahren, welches Team genug Speed und auch Schweineschmalz hat, um diesen wunderhübschen Pokal zu gewinnen. Entschuldigung, aber ich und Slop, wir sind das einzige Team hier und deshalb sind wir vermutlich wohl auch die Gewinner. Ike,
Sie können uns den Pokal also gleich überlassen. Entschuldigung, aber Sie können nicht einfach... Netter Versuch, ihr Schummler. Aber wenn ihr den Pokal wollt, dann müsst ihr schon gegen uns antreten. Also dann, Leute. Alle Rennfahrer und alle Rennschweine an die Startlinie. Das ist ja eine tolle Idee, Zippy. Blaze, AJ, wollt ihr mit uns das Rennen fahren? Komm schon, Blaze, wir machen mit. Okay, fahren wir ein Rennen. Jahu! Auf die Plätze! Fertig! Los! Nicht hinter uns? Oh, na los, Slop. Tun wir, was wir am besten können. Schummel! Oh, passt auf! Oh nein, sie haben die Brücke zerstört. Macht's gut! Diese Schummler! Wir können zwar nicht rüberspringen, aber vielleicht können wir uns stattdessen ja rüberschwingen mit einem Pendel. Ein Pendel! Kommt sofort! Hurra! Helft mit, das Pendel zu schwingen! Ruft Pendel! Pendel! Zippy dachte, er wird Erster, doch nun wird er nur Letzter. Wir haben gewonnen! Super gemacht, Leute! Ladies und Gentletrucks, die Gewinner des Piggy 500 Rennens sind Starler, Blaze, AJ und das unglaublichste Rennschwein der Welt, Zippy! Wir sind schon bald am Ziel. Nichts hält uns jetzt mehr auf. Nur vielleicht ein Krokodil. Krokodile? Rostfleck, solche Krokodile habe ich noch nie gesehen. Die glänzen, als wären sie aus Gold. Das sind ja auch keine gewöhnlichen Krokodile. Das sind Goldodile. Gold. Gold. So ein Goldodil kann man nur abschütteln, indem man ihm ein Stück Gold gibt. Aber wo sollen wir denn jetzt bitte schön ein Stück Gold hernehmen? Hey, ich weiß es. Wir können das Gold nämlich hier finden. Hier im Fluss. Ja, wir brauchen nur einen Goldbagger. Ein Goldbagger ist ein Gerät, das Sachen vom Grund des Flusses hochholen kann. Die Goldstückchen bleiben in den Schaufeln hängen. Oh ja, jetzt bin ich eine Goldbagger. Monstermaschine! Yeah! Beeilt euch! Ein Goldodil holt uns ein! Mampf, 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 Gold! Schnell, suchen wir ein Stückchen Gold, um es zu füttern. Aktiviere Goldbagger! Sch-
schaut genau hin. Wenn ihr ein Stück Gold seht, ruft Gold! Gold! Wir haben ein Stück gefunden! Hey, Goldodierchen! Sieh mal, was wir hier haben! Gold! Ja! Es schwimmt auch weg! Gute Nachrichten, Leute! Wir sind schon fast am anderen Ufer des Flusses! Mampf! Ha! Aber wir müssen vorher noch mehr Gold finden, um das letzte von ihnen zu füttern. Wenn ihr ein Stück Gold seht, ruft Gold! 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 Yeah! Leb wohl, Goldodile! Seht doch da vorne! Die Ölbohrtürme schleudern rutschiges Öl auf die Gleise! Rasselnde Radkappen! Wenn der Zug auf dem rutschigen Gleis weiterrollt, wird es sehr schwer, ihn aufzuhalten! Ja! Schwere Sachen in Bewegung sind schwer aufzuhalten! Und das liegt an ihrer großen Massenträgheit! Wir schaffen das, Starla! Wir müssen nur mit aller Kraft, die wir haben, am Zug ziehen! Ich wette, da hast du recht, Blaze! Jip, jip, ja! Und jetzt ziehen! Wenn wir ihn stoppen und meine Torte retten wollen, müssen wir fester ziehen! Helft mit einer Kraft von 7 zu ziehen. Zählt bis 7 mit uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Der Zug wird langsamer, aber er hält noch nicht an. Oh oh, meine Geburtstagstorte hat gleich das Gleisende erreicht. Wir müssen mit allergrößter Kraft ziehen. Mit einer Stärke von 20. Zählt mit uns. Fangt bei 15 an. 15, 16, 17, 18, 19, 20! Oh, wir haben es geschafft! Meine Geburtstagstorte ist gerettet! Ja! Super gemacht, Starla! Vielen Dank, Freunde! Ohne eure Hilfe hätte ich das nie geschafft! Oh, das haben wir doch gern gemacht. Kommt alle mit. Bringen wir die Torte dahin, wo sie hingehört. Zu deiner Geburtstagsparty. Yeah! Oh. Wow, hey, seht doch, Leute. Da kommen Blaze und Starla. Und sie haben die Torte. Yeah! Freunde! Ich hoffe, ihr seid alle hungrig, denn jetzt gibt's Geburtstag, viel Glück! Jeder hat mal Geburtstag! Geburtstag!